neben Madonna ist Kate Bush die zweite Dame in der Top 10 von Philipp Holstein. Und Madonna und Kate Bush sind wirklich diametral voneinander entfernt. Kate Bush ist so die Elfe der Popmusik. Deshalb, weil sie mit ihrer Sopranstimme sehr hoch singt und auch, sie ist selbst Pianistin, relativ hoch diesen Titel beginnt. Dieser Titel heißt nicht Babushka, das wäre mein Hit von Kate Bush gewesen, sondern Wuthering Heights. Ich habe gegoogelt, das heißt Sturmhöhe. Ich wäre nicht drauf gekommen. Anyway, was ich toll finde hier ist, die Harmoniefolgen. Das ist so etwas, also für die Pianisten unter euch. Sie geht immer von Dur auf Moll. Moll, Dur. Eigentlich jetzt nichts Besonderes, aber in der klassischen Musik eigentlich so nicht zu hören. Und die Abfolge A-Dur, F-Dur als Mediante, E-Dur, parallele Molltonart, aber zwischen Dur und Moll her, hin und her chargierend. Das ist schon sehr besonders und ich mochte Kate Bush immer nicht nur wegen ihrer elfenhaften Stimme, sondern wegen ihrer tollen Musikproduktion. Ich hatte die Chance, ihren Produzenten kennenzulernen, weil John Kelly, so heißt nämlich der Produzent, mir meine Pur-Produktion gemischt hat. Und ich habe ihn natürlich gefragt, wie hast du das produziert? Und er sagte immer, das Besondere ist der Gesang. Der muss so auskommen, dass du gleich eine Pelle hast. Eine Gänsehaut von hier bis nach da oben. Und das ist bei Kate Bush der Fall.